Erste Halbzeit war gar nichts, brauchen wir gar nicht drüber reden. War komplett, ja, ich will jetzt nicht sagen Arbeitsverweigerung, aber wir haben das zugelassen, was, und die haben das natürlich auch eiskalt ausgenutzt. Ist auch eine gewisse Qualitätsfrage, wenn man so schlecht spielt, dass die Gegner das auch noch zu, also wirklich auch noch ausnutzen. Nicht so zu Unrecht stehen die da oben, und nach dem 0-3 haben sie auch, würde ich auch sagen, zwei Gänge zurückgeschaltet, sonst wäre es vielleicht höher ausgefallen. Ja, in der zweiten Halbzeit, wenn dieses 4-2 nicht fällt, dann wäre es nochmal eng geworden. Das ist richtig. Aber du hast gesagt, das ist eine Qualitätsfrage. Was fehlt der Alemannia momentan noch zu so einem Team wie Borussia Mönchengladbach? Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich will da keine Vergleiche ziehen, das ist was anderes. Das ist, wir haben uns viel vorgenommen, wir haben uns in den Zweikämpfen, waren immer einen Schritt zu spät oder sogar zwei Schritte zu spät. Und diese Ungeduld, wo man dann auch wirklich nach 0-1, das kommt natürlich hinzu, nach 50 Sekunden gleich nach hinten zu liegen. Dann rennt man im Rückstand wieder hinterher, man will, das will ich ja keinem absprechen, dann läuft man ungeduldig an oder vielleicht auch planlos etc. Und dass sie natürlich auch die Konter gut setzen, das steht auch außer Frage, weil sie einfach diese Qualität haben, nach vorne zu kommen. Wenn ich jetzt mal vergleiche, wir haben in den letzten Wochen auch viele Chancen gehabt, wir machen sie nicht. Das ist vielleicht der kleine, aber feine Unterschied, dass die Chancen direkt nutzen und 3-0 führen. Ah, es ist einfach ernüchternd, ne? So. Bisher, wenn wir verloren haben, waren es immer knappe Spiele. Ne? 1-0 gegen Wattenscheid, 1-0 gegen Viktoria, wo Viktoria, na klar, kann man auch immer einen Unentschieden noch mitnehmen, aber jetzt kommst du, wie gesagt, kommst ins Spiel und liegst schon 1-0 hinten und dann ist auf einmal so, ja, erstmal von dem Schock erholen, ne? Und dementsprechend stand es dann zur Halbzeit halt schon 3-0. Ne? Aber wie gesagt, nur den Kopf in den Sand stecken bringt auch nichts. Es geht weiter, positiv denken und. Ja, weil wir haben vieles nicht richtig gemacht. Letzten Endes ging es darum, dass wir nicht präsent genug waren, dass wir eigentlich von der Körpersprache her, von der Art und Weise, wie wir auch im Spiel sein wollten, nicht so agiert haben. Und nicht ohne Grund habe ich dann auch direkt zwei Wechsel vorgenommen, um dann auch noch mehr Zugriff zu finden, noch mehr Zug nach vorne zu entwickeln. Und Gott sei Dank hat das gegriffen, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir mindestens hier noch in der zweiten Halbzeit aufgrund der Leistung auch zurückgekommen wären. Nichtsdestotrotz ist es halt ein Spiel, wo man vieles mitnehmen muss, wo hoffentlich auch der ein oder andere gestärkt trotz der Niederlage aus dem Spiel herausgeht und sieht, dass man gegen so eine Top-Mannschaft auch in der zweiten Halbzeit gleichwertig gespielt hat. Und ja, und das ist das Wichtige, was wir nehmen müssen. Ich denke, wir haben Charakter bewiesen und uns nicht aufgrund der drei Tore in der ersten Halbzeit abschlachten lassen, sondern sind zurückgekommen fast. Und das ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Wie schwer ist es denn, wenn du nach 30 Sekunden schon deinen Plan in die Tonne kloppen kannst? Sehr schwer. Nicht ohne Grund haben wir dann auch nach dem 2-0, 3-0 dann versucht, auch umzustellen, dass wir dann sogar auf 3-6er gegangen sind, dass wir zumindest im Zentrum dann kompakter gestanden haben. Und mir war klar, dass wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall Veränderungen vornehmen müssen, um dann selber mehr Spielanteile zu bekommen. Das haben wir auch gemacht. Aber klar, du kannst dir vornehmen, du kannst die ganze Woche trainieren, machen und tun. Und wenn du doch 30 Sekunden oder eine Minute dann das erst 1-0 kassierst, dann musst du einfach auch mehr Risiko nach und nach gehen. Wobei, mein Gott, das muss man nicht nach einer Minute machen, das wollten wir auch nicht. Aber ich habe von Anfang an auch gemerkt, wie gesagt, dass der eine oder andere einfach zu nervös war und von Anfang an auch zu viel wollte. Wenn wir sehen, wir sind dann einfach blind vorne angelaufen gegen eine sehr spielstarke Mannschaft. Und dann gibst du dieser Mannschaft Räume, und diese Kompaktheit hat uns gefehlt. Und zweite Halbzeit, wie gesagt, haben wir zugestellt und haben dann einiges verändert, und das hat dann besser gegriffen.